Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben in den letzten Monaten oft davon gehört, dass es einen Konsens in der Frage gab. Und ich habe der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen aufmerksam zugehört. Sie sprach ja lange Zeit von einem Durchbruch und einem Konsens zwischen CSU und Grünen. Von dem Inhalt dieses Konsenses haben wir in diesem Haus relativ wenig erfahren dürfen. Aber alle haben gesagt, Sie seien vor dem Durchbruch gewesen. An diesem Durchbruch scheinen Sie sich in der heutigen Positionierung nicht mehr besonders zu erinnern. Jetzt, wir Juristen sprechen ja von verstecktem Dissens. Es scheint mir eher aber ein offener Dissens zu sein, den Sozialdemokraten und Union in der Frage haben. Sie haben sich auf eine Zahl geeinigt. Auf eine Obergrenze haben Sie sich geeinigt. Und dann stellt sich die Frage, was passiert eigentlich, wenn in einem Land humanitäre Bedingungen sind und in einem Land eigentlich Bedingungen herrschen, dass es im Monat gerechtfertigt wäre, dass 2.000 oder 1.800 Menschen nach Deutschland fliehen könnten bzw. nachgezogen werden könnten und im nächsten Monat, weil sich die Verhältnisse in Syrien etwa nach einem halben Jahr drastisch geändert haben, vielleicht nur ganz wenige oder gar keine. Dann hat Ihre Regelung also den Sinn, in einem Jahr Menschen nachzuholen, die vielleicht gar nicht dieses Nachholrecht haben. In einem anderen Monat lassen Sie Menschen in Ihrem Umfeld ohne eine humanitäre Berücksichtigung ihrer Verhältnisse. Das ist einfach keine logische Vorgehensweise. Die FDP, und insofern würde ich sagen, unterscheiden wir uns, hat ja einen konkreten Vorschlag gemacht und nicht von einem Konsens zwischen CSU und Grünen oder CDU und SPD in der Zukunft geredet. Wir wollen, dass der Familiennachzug ausgesetzt bleibt für die nächste Zeit, dass es aber die Möglichkeit einer weitergehenden Härtefallregelung gibt, als sie im Auswärtigen Amt unter einem Sozialdemokraten praktiziert wird, und dass es die Möglichkeit gibt, sich in Deutschland, in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, hier zu leben, zu arbeiten, die Sprache zu erlernen und natürlich dann auch seine Familie nachziehen zu dürfen. Das alles kann nur eine Übergangslösung bis zu einem Einwanderungsgesetz sein. Ich habe seit 20 Jahren dafür gekämpft, dass wir eine geordnete Einwanderung in Deutschland bekommen. Dieser Kampf ist bisher leider noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Und leider steht eine geordnete Zuwanderung in Deutschland immer noch in weiter Ferne. Und das ist ausgesprochen bedauerlich. Wir Freie Demokraten werden weiter für dieses Einwanderungsgesetz kämpfen. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Stefan Meyer, CDU/CSU.